Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Tom Clancy's The Division 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge, doch allen voran für eure Aufmerksamkeit für dieses von einem Virus befallene Projekt aus dem mülligen Herzen Washington DCs. Auf, diese Stadt, sie will von uns gerettet werden. Und das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Wir werden uns heute, was machen wir heute Spannendes? Einen Kontrollpunkt schnappen. Taxifriedhof. Ein Schrottplatz in der Nähe einer strategisch wichtigen Brücke. Es ist zwar nur einige Monate her, dass hier alles voller Taxis war, aber es fühlt sich wie eine halbe Ewigkeit an. Allerdings, eine halbe Ewigkeit stehe ich auch hier schon rum. Deswegen los, los, los! Ja, heute ist ein LMG-Tag. Ich fühle mich heute irgendwie nach LMG und nach SHD. Wir brauchen mehr SAD. Technologiebehälter. Genau so heißen die Dinger, ja. Vorsichtig. Hier war das letzte Mal ein wenig haarig. Das könnte heute wieder so sein, auch wenn wir die Ecke so ein bisschen gesäubert haben. Ist meine Maus in Ordnung? Ja, alles cool, ne? Alles cool. Noch funktioniert sie. Noch habe ich sie nicht aus dem Fenster geschmissen. Ich mag es ja eigentlich, ne? Aber ich glaube, ich werde mir nächstes Mal keine Wireless Gaming Maus holen. Na, irgendwie meine ich doch. Da wird so ein bisschen, ne? So ein bisschen Latenz dazwischen geschummelt. Da hinten soll er sein, der Behälter. Haben wir nicht hier schon mal? Das ist gut möglich. Komme ich hier hoch? Und jetzt hier rüber, über den Stacheldraht. Was meinst du, wie ich da rüber springen könnte? Ich Hobbysportler, komm da rüber. Du bist ein Divisioner-Kind. Verdammt. Ah, ich glaube, wir haben. Sehr schön. So einfach kann es manchmal sein. Ich hoffe zumindest. Sieht gut aus. Der Strahl zeigt uns den Weg. Hoffentlich den richtigen, ne? Man weiß ja nicht, ob man immer so... Oh mein Gott! Was haben wir denn hier? Agent unerlaubt abwesend. Agent Clark will Agent Miller überreden, den Einsatz nicht zu verlassen. Zeig mal. Kann ich mir das anhören, auch wenn die Gegner in der Nähe sind? Offensichtlich nicht. Drück F. Mehr kann ich nicht machen. Okay, dann wollen wir uns mal einballern. Neue Aufnahme, neues Glück. Ich fange mal an mit meinem Geschütz. Das platzieren wir hier so ein bisschen weiter oben. Mach mal die Clipper-Musik aus. So, Giftgas, meine Freunde. Kann ich auch nicht ab, aber ist das halt manchmal. Okay. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Mach's gut, Kumpel. Naja, ob es im Westen so viel besser aussieht als hier? Ich glaube nicht. Und ich glaube auch, so langsam werden wir nicht mehr an unsere schon lange gesuchten Doppelkopf-Adler-Handschuhe kommen. Ich habe eine andere Idee. Und zwar werden wir einfach andere Rüstungsteile bei Zeiten austauschen. Wir werden nur noch achtsam sein, wenn wir Doppelkopf-Adler-Rüstung oder Montur generell aufsammeln. Und natürlich DH. Und da müssen wir halt so weit ummodeln, dass wir halt zwei komplette Sets haben. Bringt ja nichts. Offensichtlich werden durch den Zufallsgenerator des Spiels keine weiteren Doppelkopf-Adler-Handschuhe. Und ich habe das schon viel zu oft gesagt, diesen zusammenhängenden Begriff Doppelkopf-Adler-Handschuhe werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Aber wir werden sie, wir werden ein Workaround basteln und einfach andere Rüstungsteile miteinander kombinieren, damit wir irgendwann die Sets voll haben, ne? Gut, soweit, so gut. Ich will oben lang. Los geht's! Ach Mensch, sieht das hier schon wieder so schön postapokalyptisch aus. Ich glaube, in der Ecke von dem Spiel waren wir noch nicht. Hallöchen, na, meine patrouillierenden Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut soweit.
Und jede Kiste kann hier von uns weggelaufen werden. Finde ich gut. Finde ich gut. Das schafft Immersion. Das ist toll. Das ist Technik. Die begeistert. Ach, habt ihr gesehen, wie die Stangen gerade weggerutscht sind? Toll. Einfach nur Wahnsinn. Also grafisch ist dieses Spiel über jeden Zweifel erhaben. Aber ich finde auch sonst so, ne? So, die können wir, glaube ich, mal kurz getrost ignorieren, oder? Dahinter ist der SAD-Technologiebehälter. Die werden immer weiter versteckt, habe ich das Gefühl. Immer weiter versteckt. Kommen wir hier durch eventuell? Da kommen wir zurück. Das ist aber nicht der Eingang. Der Eingang wird sich woanders verstecken. Wow, hier ist er richtig Remi-Demi. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Ja, eben, ne? Krass. Das ist der hier, wa? Vielleicht räumen wir erstmal hier auf und danach holen wir uns den SAD-Technologiebehälter. Es sei denn, wir finden hier irgendwo auf die Schnelle noch den Eingang. Aber vielleicht befindet sich ja der Eingang auch irgendwo im Kontrollpunkt. Ist so ein kleiner Gullideckel. Und wir kommen von hier gar nicht ran. Das ist gut möglich, ne? Die Gegenden sind hier auch sehr oft unterirdisch miteinander verbunden. Deswegen wollen wir uns jetzt mal nicht zu viel Zeit nehmen, um hier durch die Gegend zu laufen. Lasst uns hier lieber den Angriff starten. Es wird Zeit für ein wenig Action. So, kann ich eventuell jetzt schon meine Fackel abschießen? Noch nicht. Jetzt aber. Ich würde erstmal aber gerne mein Geschütz platzieren, so weit wie möglich oben für den Einstieg. Fackel abschießen. Jawohl. Snack das, du. Hyena, du. Sehr schön. Na los, kommt. Ihr Hunde, oder wollt ihr etwa ewig leben? Hey, Alter, wo kamst du denn her, Mann? Wow, okay. Bist du der Anführer? Nein, bist du nicht. Wow, von wo kommen die denn? Von überall? Ich bin hier völlig falsch aufgestellt. Alter, Alter, Alter. Oh, 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 oh. Ich komme hier nicht weg. Ach Gott, ja, stell dich noch hoch. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Oh Mann. Na, ach nee. Ich weiß, ich blute. Wie ein Schwein. Wow. Da sind wir gerade noch mal mit dem Schrecken davongekommen. Giftgas, Mann. Vorsichtig, rüber. Eat this. Granaten sind dein Freund. Vergess das nicht. Eto. So, wo sind meine Kumpels? Wo sind meine Bros und meine, naja, meine Gefährtinnen hier? Oder sagt man das Sis? 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 Mit Doppel-S oder Buckel-S vielleicht? So. Kontrollpunkt gesichert. Und jetzt nochmal verteidigen. Und dann sind wir schon fein raus. Er gehört uns. Gibt es eine Gatling Gun eventuell? Nein, nur irgendwelche Beine, die auf die Mauer gucken. Wo ist er? Wo ist er? Der schwer gepanzerte Feind. Schande, 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 Schande. Ja, klettert auch. Gute Idee. Oh, da kommt die Leiter hoch. Nee, das ist unser, das ist unser. So, sehr schön. War er das? Feindlicher Anführer. Das war so ein Granatentypi. Wie krass. So ein einfacher Granatentypi mit ein bisschen mehr Energie. Ja, wenn es so ist. So, Taxi-Friedhof eingenommen. Sehr schön. Zum Warmwerden. Wo ist der Vorratsraum? Wo ist der gute Loop? Ist der hier oben vielleicht? Und wir halten mal schön die Augen offen für einen eventuellen Tunneleingang oder so. Genau, wegen dem SAD-Technologiebehälter. Und euch geht's allen gut hier. Alles cool. Das freut mich. Das freut mich.
Sehr schön. Haben wir die Situation geklärt. Alle schön einsammeln. Scharfschützen-Muni. Ist hier vielleicht noch eine Kiste? Hier drüben könnte was sein. Oh ja, das sieht gut aus. Eine goldene Flinte. Eine Kampfflinte, sehr schön. Schwarzmarktmodell. Das ist Musik in meinen Ohren. Ja. Die mussten sich nicht an irgendwelche offiziellen Restriktiven halten. Die konnten das Ding to the max ausfahren, diese Schrotflinte. Und hier ist noch ein Gewehr. Aber die Dinger plündern ist immer eine Plackerei. Ich halte F gedrückt und sobald einmal F voll ist und ich loslasse, hört er auf, das Ding zu öffnen. Aber wenn ich gedrückt halte, nur eine Sekunde zu lange, dann sammelt er gleich die Assault-Waffe ein. Warum? Warum, Division? Warum tust du mir das an? Was haben wir denn da eingesammelt? Schönes. Oh, nur goldene Ware. Nur noch goldene Ware. Zwei Kampfflinten. Welche macht den höchsten Einzelschuss? Die hier. Also kann die quasi gleich weg. Es kommt auf die Attribute an. Verwurzelt. Wenn diese Waffe ausgerüstet ist und man sich in Deckung befindet, erhöhen sich Fertigkeitsschaden und Heilung für 10 Sekunden um plus 25%. Die Stärkung geht verloren, wenn man die Deckung verlässt. Kann sich alle 60 Sekunden wiederholen. Was kann die so Tolles? Wenn die Waffe im Holster ist, gibt das Nachladen eines leeren Magazins diesem 20% gratis Munition zurück. Ist alle 30 Sekunden möglich. Das ist doch viel cooler. Die ist stärker und auch noch cooler. Wobei wir sie aber wahrscheinlich gar nicht einsetzen werden, denn wir haben ja auf der 3 quasi, unsere Pistole ist eine abgesägte, doppelläufige Schrotflinte und deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter, ne? Ohne hier großartig rumzumodeln. Commissioner! Captain! Captain des Kontrollpunkts, wo bist du? Vielleicht haben wir noch ein bisschen was zu trinken für dich. Ich kann jetzt nicht agent. Ich muss mich hier um meine Kontrollpunkte kümmern. Trinkwasser in der Nähe. So. Nicht, wie lange wir noch durchhalten. Ja, aber guck mal, hier hast du schon mal Wasser und Schrauben. Aber Essen haben wir echt wenig. Aber das ist nicht so schlimm. SAD lassen wir jetzt erstmal liegen. Keine Ahnung, wie wir da rankommen. Wir können ja nochmal langlaufen und dann ballern wir Richtung Norden. Da ist nämlich ein neues Symbol, also ein für mich neues Symbol erschienen. Und zwar ein Ort des Interesses. Und ich glaube, der ist wichtig. Ich glaube, der ist wichtig. Wir gehen jetzt nochmal hier ein Stückchen lang. Hier ist definitiv der Rückweg. Ach, warte mal. Eine Sekunde. Einfach hier rüberklettern. Ist das alles? Ja, es ist alles, oder? Okay, alles klar. Das zum Thema geheimer Tunnel. Zum SAD-Technologiebehälter. Ist doch schön. So, haben wir hier was Spannendes. Wieder so eine Krepelkiste. Oh, eine goldene Pistole. Nicht verkehrt, aber ich bleibe bei meiner abgesägten doppelläufigen Schrotflinte, wenn ich die nochmal in Gold bekommen könnte. Ne? Lieber Zufallsgenerator, der für den Loot zuständig ist in The Division 2. Bitte, ne? Die nochmal in Gold, das wäre so toll. Das wäre wirklich ein Freudentag. Aber naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Gibt es ja noch Kisten? Oh, noch eine Waffe. Yay! Aber sie ist hinüber. Steck erstmal ein. Oh, ohne Farbe. Habt ihr auch gesehen? Sehr schön. Beim nächsten Inventarmanagement Block werden wir mal gucken, was wir für eine Farbe bekommen haben. Aber jetzt geht es erstmal Richtung Norden. Hier zum Punkt des Interesses. Und den erreichen wir am besten von diesem Kontrollpunkt. Und dank der neuen SSD-Festplatte wird die Schnellreise sehr schnell sein. Sehr langsam sein. Das ist der Vorteil an der SSD-Platte. Alles wird viel langsamer. Man hat mehr Zeit für andere Dinge. Macht natürlich keinen Sinn. Hätte nie gedacht, mein halbes Leben. Ja, krass. Finde ich auch super. Jetzt nicht SAD, sondern hier. Ort von Interesse. Das Ding, dieses Symbol habe ich noch nie gesehen. Und dafür müssen wir jetzt hier hochlaufen. Los geht's. Guten Abend. Guten Abend. Hep, hep, hep. So. Da drüben ist das gleich. Das G. Phillips Protokoll. Was auch immer das heißen mag. Hallöchen. Wo ist denn das, was wir hier suchen? In der Kiste vielleicht. Nein. Aber leider auch keine Doppelkopf-Adlerhandschuhe. Okay, da müssen wir offensichtlich rein.
schön. So ein schöner kleiner Bunker hier irgendwie. Mehr oder weniger. War eine lila Waffe. Können wir ignorieren. Und in der Waschmaschine ist noch was. Nee, vor der Waschmaschine. Okay. Irgendwas Lidernes. Irgendwas Lidernes. Achso, ich muss F die ganze Zeit gedrückt halten. Und erst wenn ich loslasse, sammelt er das ein. Ah, jetzt habe ich verstanden. Okay, jetzt bin ich viel klüger. Aber was müssen wir hier machen? Das war doch noch nicht alles, oder? War das jetzt bis hierhin so wichtig, dass das ein Ort des Interessemarkers rechtfertigt? Hm. Weiß nicht. Noch nicht, finde ich. Noch nicht. Offensichtlich haben wir bisher was übersehen. Kann ich nicht aufmachen? Kann ich nicht aufmachen? Kann ich nicht aufmachen? Ist aber immer noch da. Es ist weg, meine ich. Die Markierung ist weg. Das wollte ich sagen. Das zweite bitte nehmen. Warte mal. Das ist jetzt nur Stoff, ne? Das ist jetzt nicht das Wichtige, was man hier mitnehmen kann. Hm, Pech gehabt. Pech gehabt, Keule. Aber vielleicht einfach nur, weil es so ein schöner, stylischer Sicherheitsraum ist hier. Wo vielleicht eventuell noch ein paar Leute überlebt haben. Bis sie dann ihrem Schicksal gegenübergetreten sind. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Was haben wir denn hier noch Schönes? War hier noch ein Fragezeichen? Ja, das hier. Nehmen wir doch einfach das hier. Da können wir sicherlich noch irgendwen erledigen. Auf. Und auch gleich um die Ecke. Ach, es fängt auch gleich wieder an zu regnen. Ne, hier waren wir noch nicht. Also generell so in dem Gebiet finde ich ganz cool, muss ich sagen. Dass, obwohl das komplett natürlich nur ein urbanes Setting ist, dass es hier so variationsreich ist. Ne? Jetzt hier direkt an der Schnellstraße. Auch hier überall Müll. Schon ganz nett, schon ganz nett. Vielleicht sollte ich mal hier die Seile immer runterlassen, wenn es nicht schon unten ist. Ist schon unten. Alles ist grün. Wunderbar. Und hier liegt ein Rucksack. So. Wir sollen hier hoch. Fenster. Und dann wird er wahrscheinlich schon der Ort des Geschehens sein. Was sollen wir hier machen? Zielübungen? Nein, echt jetzt? Das gibt's doch nicht. Hier Zielübungen. Wie, warum komme ich hier nicht rüber jetzt? Wollt gerade nicht. Er wollte gerade irgendwie nicht darüber springen. Habe ich die richtige Waffe dafür? LMG ist nicht wirklich die beste Waffe dafür. Wir nehmen jetzt mal aus Spaß ein. Ein Sturmgewehr. Oder die MP, genau. Genau. Die kurze Distanz lohnt sich auf jeden Fall, die MP. Habe ich sie ausgewählt? Nein. Weil Inventarmanagement in Division 2 hier eine Herausforderung für sich ist. Hallöchen, na? Ich würde den Greenhorns gerne was beibringen hier. Hi. Durchladen, ganz schnell. Und nu ist ja noch irgendwo. Ach, da oben. Alles klar. Mein Fehler. Dankeschön, vielen Dank. Aber ich darf doch sicherlich auch mal ganz schnell meine Munition hier noch auffüllen. Und dann geht's auch schon weiter. Was haben wir denn noch so Spannendes in der Nähe? Hier wäre ein Gulli-Eingang. Nein, den brauchen wir nicht. Im Prinzip sind wir hier fertig in dem Viertel. Auf jeden Fall, hier drüben gibt es noch SAD-Technologiebehälter. Wir werden uns noch die beiden hier schnappen, wenn wir schon mal hier in der Ecke stehen. Dann haben wir sie zumindest. Dann haben wir sie. Ja, also im Prinzip brauchen wir auch die nicht mehr so wirklich, weil wir die ganzen coolen Features alle schon
alle schon freigeschaltet haben im Weißen Haus. Nur müssen wir eine vorgegebene Anzahl an Aktivitäten und eine vorgegebene Menge an SAD-Technologiebehälter eingesammelt haben, damit wir die Projekte abschließen können. Und da gibt es noch coole Sachen, wie zum Beispiel Blueprints für Modifikationen für unsere Waffen. Aber da haben wir sowieso noch ein paar offen. Und zwar müssten wir da mal rüber zur Theatersiedlung, stimmt. Und zum Campus, wenn ich mich richtig erinnere. Zum Campus und zur Theatersiedlung. Los, los, los! SAD, Mann. SAD to the max. Die ignoriert mich da drüben. Ja, schön ignorieren. Alles durchgeladen. Wenn wir schon mal hier gerade so ein Stückchen zu Fuß unterwegs sind. Nimm ich auf. Oh ja, das wäre teuer geworden. 20 Minuten einfach nur reden und spielen ohne Aufnahme. Aber ich habe Glück gehabt. Sehr schön. Ein Fahrrad. Ja, ein Fahrrad wäre auch klasse. Vielleicht irgendwann später mit dem DLC. So, da unten. Ich tippe mal auf Gegner. Ganz viele. Aber ich komme hier nicht rein. Ne? Doch, komme ich. Ha! Sehr schön. Aber das sagt einem keiner, dass man die Garagentür aufmachen kann. Das alles? Oh, da ist jemand. Da ist jemand. Nur einer? Ja, offensichtlich schon. Giftgas für den da hinten. Ja, tut mir leid für euch, ne? Ist schlecht gelaufen. Aber so ist das eben. Manchmal bist du vorne und manchmal hinten. Vincent van Gogh. Van Gogh. Goch, ne? Genau, Selbstporträt. Gemälde von Vincent van Gogh. Okay, steck ein. Oder naja, kopier es zumindest. Mach eine Raubkopie davon mit deinem Handy. Und da ist der SAD-Technologiebehälter. Wunderbar, sehr schön, klasse. Das Kapitol ist unser letztes Ziel. Yay, hochrangige Einsatzkraft. Erfolg freigeschaltet, das gibt Punkte, ne? Ach je, Bekleidungsereignis Hitzewelle. Das Bekleidungsevent Hitzewelle läuft. Gewinnen Sie während der Ereignisse exklusive Bekleidung und nehmen Sie an den sommerlichen neuen Einsätzen von Episode 1 teil. Ja, aber die sehen alle ziemlich panne aus, muss ich sagen. Also zumindest die abgebildet werden. Die Kühlbox, die sieht ganz nice aus, muss ich sagen. Schließen Sie wöchentliche Bekleidungsprojekte ab und nehmen Sie an anderen Aktivitäten teil, um Hitzewelle-Bekleidungsbehälter Schlüssel zu erhalten, mit denen Sie einzigartige Hitzewelle-Behälter öffnen können. Mit Premium-Credits können Sie überdies weitere Schlüssel kaufen. Sobald Sie alle Objekte aus den Hitzewelle-Behältern gesammelt haben, können Sie eine einzigartige Belohnung erhalten. Sie können die Belohnung nur im Verlauf des Ereignisses erhalten. Oh, naja. Entweder machen wir das nebenbei oder gar nicht. Okay, das wäre jetzt hier eine Aufgabe, ne? Eine Hitzewelle-Aktion. Das ist ein Kopfgeldeinsatz, wenn ich mich jetzt nicht irre. In 13 Minuten sollen wir den erledigen. Wunderbar, das werden wir machen, aber nicht mehr in dieser Folge, meine werten Ödländer. Denn das war's für heute mit Tom Clancy's The Division 2. Lasst mir einen von einem Virus befallenen Daumen nach oben da, sofern euch die Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns schon wieder in der nächsten Folge. Wiederschauen, reingehauen. Der Leo, bis dann. Tschüss.